Modus schlagen bei Dead Island Riptide und das alles im Livestream, weil ich denke mal, in dem Monat wird noch viel auf der Seite passieren. Der Channel hat ja wirklich in letzter Zeit einen Boom durchgemacht, sage ich mal. Ja. Was auch sehr Spaß macht, weil es ist wirklich schön. Ich bin halt nicht, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich bin nicht der Typ, der durch die Leute schreit, abonnieren, dividieren, subtrahieren, kommt die Leute, gibt mir richtig. Nee, ich will ja so, ich sag's mal so, wenn euch das Video gefällt, klickt ihr rein, ihr sagt, ihr Channel gefällt mir, ihr macht auch coole Ideen, dann abonniert ihr es auch von ganz selbstständig so. Und wirklich viele Abonnenten haben uns auch wirklich unterstützt, die machen uns bei angesagte Kanäle rein, die finden es echt geil, was wir hier machen. Und wir hören ja auch nicht auf, so ist es nicht, wir denken ja immer weiter, was könnte euch interessieren, was macht Spaß, was gibt es noch nicht sozusagen, innovativ denken ist sozusagen unser Motto. Zumindest versuchen wir. Wir versuchen es, aber wir, von der Battle Arena, ich glaube, da haben wir wirklich, da machen wir vieles, also. Ja, das Problem ist nur einfach, dass uns die Spiele mittlerweile ausgegangen sind. Oder momentan ist Michelle auch krank, also hier Xerox, weswegen wir auch gerade nicht wirklich was machen können. Wir wollen jetzt mal nicht sagen, was er für gesundheitliche Probleme hat, Kopfschmerzen, aber... ja, ganz harte Krankheit. Ganz harte Kranken, aber für Zocken ist es hart, also Kopfschmerzen können einen echt schon runterreißen beim Zocken. Da hat man nur noch keinen Bock, weißt du, ich meine, ist dann... Aber da gibt's Tabletten. Ich nehme ja dann, ich habe ja auch in der Nacht hier von Army of Two irgendwann gegen 6 Uhr morgens haben die Kopfschmerzen eingesetzt. Ich dachte mir, komm, ich mache das jetzt weiter, hau ich mir eine Tablette rein. Na. Und dann ging es auch wieder direkt weiter. Also darf man nicht aufhören. Aber das ist aber echt gerade hier so ein Kampf, wer hat die meisten Tränke dabei? Ich guck gerade nebenbei nicht zu, ich antworte ein paar Fragen. Wir haben wieder Fragen auf dem Channel bekommen. Wir probieren ja immer, gute Kommunikation zwischen uns und den Abonnenten zu haben. Hat dir das schon wieder geheilt? Ich kriege langsam rappeln. Oh nee, ey. Nee, weil ich halt noch vorhatte. Ich weiß nicht, ob du da mitmachen willst, aber ich hab dir ja vorhin schon erzählt, scheiß Tyrako ist fast tot. Da ich mir von einem Kumpel Anno 1402 ziehen wollte. Das wollte ich auf jeden Fall dann auch noch machen. Weil ich liebe Anno Games, ich liebe sie einfach. Nee, ich habe damals auch viel Anno gezockt. Vor allem die Screensleeve da immer im Hintergrund, Alter, da weißt du ja direkt Retro 1602, das geilste Anno überhaupt. Aber was mir immer nicht so gefallen hat, als kleines Kind. Was mir immer nicht so gefallen hat, war dieses Kampfsystem. Das war, ja, das war räudig, das stimmt. Ja, kann man es ausdrücken, weißt du, das war komisch. Und ich finde, zu so einem Strategiespiel, wenn man ein Kampfsystem macht, Leute, dann macht es auch richtig und macht da nicht so ein 0815 Hingescheiße. Sondern macht es richtig, weil das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich habe dann lieber aufgebaut im Aufbausimulationsstil. Macht mir auch sehr Spaß, so eine Strategie-Aufbausimulation. Ich bin ja nicht nur der Shooter-Zocker. Ich zocke ja auch gerne andere Genres. Boah, zum Glück hatte ich keine Porsche mehr, Alter. Ich habe da jetzt auch keine mehr. Alter, Vater, war das wieder ein Krüppelkampf hier. Juhu, Miltank ist endlich weg. Ich hasse dieses Vieh so unglaublich. Ich hasse es unglaublich. Ja, geschafft, ey, endlich, der dritte Orden ist mein. Wow, you mean, bla bla, ja, ganz ehrlich, das Gelaber ist so hart, was sie hier ablassen. Ich muss an dieser Stelle mal was aufklären, Silber. Ich habe irgendwie das Gefühl, manche Leute denken, wir sind auf dem Channel alleine unterwegs. Ist mir die, schreiben dann immer du, der Dings, schreibt doch einfach mal ihr, weil wir sind immer noch zu dritt, Leute, da sind Silber, Xerox und... Ich halt, das sind ja die Xbox-Freaks und nicht der Xbox-Freak. Deswegen, wir vielleicht sind ja... Vielleicht wird das S auch einfach überlesen. So, vielleicht wird das S überlesen. Den dritten Orden jetzt Xbox hier. Alter, schnell weg aus diesem rosa Loch hier. Ey, guck dir das mal an. Raus hier. Jetzt gehen wir natürlich straight Richtung vierte Arena. Die kommt jetzt unmittelbar danach. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich Bill finde, weil Bill... Gib mir Evoli und Evoli wollte ich mir eigentlich auch gönnen. Weil ich mir eigentlich nach Tara machen wollte. Weil ich glaube, die große Stadt, die gibt es im Spiel richtig, weil das ruckelt gerade extrem. Ruckelt, aber die ruckelt ja sowieso. Echt. Ist hart. So, erstmal große Heilung betreiben und neue Tränke kaufen. Ich habe gar nichts mehr. Alter Vater, hat die mich jetzt die Nerven gekostet. Das ist das Schlimmste an den Arena-Leitern. Die haben einfach unnötig starke Pokémon an sich, aber die wollen einfach nicht verrecken, weil die ganze Zeit mit ihren Mega-Heilen... Das war damals, hatte ich da auch harte Kämpfe mit den Leuten. Harte Kämpfe. Erstmal gerade speichern, dass ich, wenn das Spiel abkackt, ich dann hier... So überhaupt, ne? So, jetzt erstmal hier nochmal was ablegen, so.
Nee, das will ich nicht so. Booting PC, Builds PC, bla bla. So, da ich ja momentan nicht im Training bin, werde ich hier Sandan direkt mal wieder verbannen und entern und Blutzug. Muss ich halt mal gucken, weil es ist Turnier. Was sollte ich nach deiner Meinung turnieren? Was willst du lieber sehen? Du guckst die Videos ja hin und wieder auch. Soll ich lieber Entorn zu Entorn geben oder Blutzug zu Omart? Ja. Entorn wäre ganz witzig, die olle Schlafmütze. Was ist, der hat doch auch krasse Fähigkeiten später. Aber damals in der Serie war der voll das Viech, ey. Ja, der war voll heftig. Deswegen mach mal Entorn. Hau mal Entorn hoch, die olle Krücke. Ja, ich hatte nämlich eben schon gesagt, als du weg warst, eine Qualm. Name Raider. Bla bla. Ja. Ich habe ja mal gesagt, dass Leute gegen mich spielen können hier. Und ich habe mir so gedacht, ja, dann kann ich mir so ein großes Arsenal an Pokémon zurecht sammeln. Damit ich den Leuten auch was entgegensetzen kann, wenn sie gegen mich spielen. Aber ich bin gerade verwirrt hier, weil irgendwo muss die Gießkanne sein in dem Haus. Du hast ja auch in der Beschreibung drin, wie man sich das holt. Oder? Falls mal so einer hier sieht, oh, das würde ich auch gerne mal zocken. Steht ja unten in der Beschreibung drin, Leute, als der Anleitung sozusagen hat Silber gut ausgearbeitet, sage ich mal. Da steht ja die Anleitung, wie ihr das kriegt. Ja. Juhu, wir haben die Gießkanne bekommen. Hast du eigentlich, ich bin ja gerade ein bisschen auf meinem Bioshock-Trip, wir haben ja auch die neue Rubrik Enden aufgemacht und ich werde das in Zukunft so handeln, dass ich nicht wahrscheinlich nur das Ende hochlade, sondern dass ihr natürlich, wenn die quatschen, man will ja immer, wenn man das Ende auch guckt, sehen, was da passiert in dem Ende und da ist kacke, wenn dann einer dazwischen quatscht, sage ich mal, aber ich werde dann wahrscheinlich mir, ich zocke ja gerade Bioshock und da wird ja dann auch ein Ende hochgeladen, aber ich werde es dann wahrscheinlich so handeln, deswegen frage ich dich mal, was hältst du denn davon, dass ich so mache, dass ich das Ende hochlade und dann sozusagen ein kleines Fazit nochmal zu dem Spiel abgebe mit Pro und Contra, vielleicht noch ein Fazit in Richtung von 100 möglichen Punkten, gebe ich so und so viele Punkte ab. Ja, das kannst du eigentlich machen. Ich glaube, das werde ich nämlich so handeln. Du wirst ja auch dann mal das Ende von Pokémon oder Zelda dann nochmal raus. Das Ende von Pokémon, das dauert ja eh noch ein Stückchen. Das dauert noch ein Stückchen, wir sind ja hier gerade mal beim Orden 3 jetzt. Ja, von ja 16, weil Kanto gibt's ja hier wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal so behaupten, in das Gold und Silber hier. 16? Ja, du kommst Wahnsinn. Ja hier, eigentlich Johto schließt du ja ab mit der Pokéliga und dann kannst du ja mit dem Zug nach Kanto fahren eigentlich. Ach, und dann geht's auch noch weiter. Ja, ist halt die Frage, wie weit die das hier schon programmiert haben, ne? Da sieht man mal, wie lang die Spiele von damals noch sind. Heutzutage dauert es 7 Stunden oder sowas ein Game. 6 Stunden? Ja, ich hab ja damals mit einem Emulator Pokémon Schwarz gezogen. Ja, aber jetzt mal abgesehen vom Emulator, damals als du an dem Gameboy saß, sag ich mal, wie lange saßt du denn da dran? Da saß man doch Tage dran. Und ja, sagen, mal hast bis man so also gefühlt, du hast gerade neue Batterien reingetan und dann waren die schon leer. Siehst du, so ist es. So schnell verging die Zeit. Da hast du doch wirklich Tage in Spielzeit sozusagen daran verbracht, bis du das Spiel dann, sag ich mal, zur Hälfte durch hattest. Und heute, du zockst zwei, drei Mal und dann ist das Spiel schon durch. Ich glaube, ich bin bei Bioshock auch wieder fast am Ende angelangt. Obwohl ich sagen muss, das Spiel ist wirklich geil, Leute. Das ist von mir ein Tipp. Leiht es euch aus, wenn eine Videothek ist, oder kauft es euch, weil das hat mich, war ja auch schon Bioshock 1 Fan. Den zweiten Teil, der hat mich nicht so mitgerissen. Ja, der zweite war irgendwie komisch, das muss man ehrlich sagen. Ich finde die Idee so geil, dass die Stadt fliegt und so. Und da gibt es ja auch noch eine Story hinter, das ist ja nicht so, die Stadt fliegt wegen, weiß ich was, wegen Helium. Da gibt es ja auch noch eine, ich will jetzt nicht spoilern, wegen aber, Helium, Alter, wie viel Helium. Ja, aber ich weiß, dass ich da Ballons und zum Beispiel. Da ist schon gut, also ist ja, ich sag mal aus Science Fiction, aus Büchern und sowas. Ich gucke ja öfters mal Dokumentation. Wenn man Army of Two guckt, habe ich das ja auch erzählt. Ich bin ja so, manchmal gucke ich gerne abends mal eine Dokumentation, so beim Einschlafen. Und damals die Bücher, ich sag mal die ganzen Autoren von Science Fiction Büchern, die haben ja sozusagen in dem Buch schon die Zukunft, da haben die dann schon geschrieben Internet. Und was es heutzutage alles gibt über Tarn. Es gibt ja heutzutage schon, können die Leute sich, also jetzt, oh, Pikachu. Ja. Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, ich habe keine neuen Tränke gekauft. Nee, ich meine, da können die heutzutage, falls ihr es nicht wisst, da gibt es wirklich schon so eine Technik, womit man, jetzt ich sag mal was wirklich Kleines, ich kann jetzt nicht ein Mensch oder ein ganzes Flugzeug tarnen, richtig, aber durch Licht, dadurch, dass das Licht sozusagen in andere Richtungen übertragen wird, zurückgespiegelt wird, kannst du das Objekt nicht mehr sehen. Und das ist schon extrem geil, wie die Technik weitergeht, also. Du willst ja auch in Richtung Robotertechnik gehen, ne? Ja, das ist schwierig, deshalb. Wo wir gerade nochmal beim Fernsehen waren, ne? Da zeigt sich wieder, dass die Kölner einfach die dümmsten sind, ganz ehrlich. Wir haben so einen Kanal hier, der nennt sich Center TV. Ja. Und wir haben ja die Kölner Verkehrsvertriebe hier, die halt die Bahn. Ich glaube, das habe ich dir sogar schon mal erzählt, was ist, wo dann nachts schon einfach die ganzen Bahnen, du siehst aus dem Fahrercockpit einfach nur, wie die Bahn halt von A nach B fährt, ne? Sowas kannst du dir nachts hier angucken, ne? Und wenn du da völlig knülle bist, nach Hause kommst,
dann Center TV anschaltest und dich dann einfach nur mit einem Kollegen dahin chillst und sagst, boah, da bin ich schon mal lang gefahren mit dem Fernseher, ne? Da war ich schon mal. Und dann irgendwann sagen kannst, boah, ich habe alle Linien schon gesehen, ne? Boah, da weißt du irgendwas, ist schon irgendwie schief gelaufen. Kannst du noch durch die Linien schalten oder gibt's nur eine feste? Ja, es gibt halt eine feste. Sagen wir ja mal, dienstags läuft die Linie 1 oder sowas, die hier lang fährt, oder die Linie 9. Weißt du, dann hast du irgendwann, hast du halt so oft diese Scheiße geschaut, dass du sagen kannst, boah, ich bin schon mit jeder Linie so quasi gefahren. Aber das gibt's, ich glaube, das gibt's auch nur in Köln. Ne? Das ist echt so hart. Also ich habe so, davon habe ich wirklich noch nie gehört, also bis du es mir erzählt hast. Oh, was ist denn das für ein komischer Typ? Das ist der Pyromane, ja. Firebreather Walt. Ich habe erst gedacht, als ich das allererste Mal, den habe ich in so einer Höhle gefunden. Dass er rote Augen hatte. Ich bin ja erstmal nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie eine Brille sein soll. Alter Vater, ne? Na, geil. Aber das Pokémon ist ganz witzig schon. Aber da sind auch neuere Pokémon dabei, wa? Ja, es sind halt die aus Gold und Silber. Also Magma, ich denke mal, der Magby wird es ja auch geben. Ist halt nur die Frage, ob das hier mit dem Tauschen und so funktioniert, wenn du da diese Internetverbindung hast. Weil es gibt ja hier auch Gengar und sowas wieder. Ist halt die Frage, ob du die auch irgendwie kriegen kannst. Ja. Weil ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, ob dieses Online-System funktioniert. Bin ich echt mal gespannt. Weil ich erzähle die ganze Zeit, ja, ihr könnt gegen mich spielen, wenn ihr wollt, ne? Ihr könnt, aber ich glaube, du bist ja auch schon gut weit mit deinem Pokémon, ne? Gibt's da nicht so eine Art Lobby-System vielleicht sogar, wo du einfach... Ja, ich kann gleich in der nächsten Stadt, kann ich dir mal zeigen. Ich weiß nicht, ja, das war, glaube ich, im zweiten Part oder so, habe ich das, glaube ich, mal kurz gezeigt. Aber können uns da gleich mal ein bisschen rein vertiefen. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch hier bleiben willst, weil wir ja schon kurz nach 12 haben. Achso, ich bin ja auch schon fast eine Stunde hier, ne? Ja, wir haben ja jetzt gut eine Dreiviertelstunde bestimmt. Ja, ich werde mir jetzt auch gleich, also ich guck mir das jetzt noch ein bisschen an, laber noch ein bisschen mit, aber ich denke mal so in den nächsten 10 bis 15 Minuten werde ich dann weiter mich im Bioshock ransetzen noch. Ja. Und zwar gucken, vielleicht wollten wir, wenn du hier noch fertig bist danach, vielleicht haben wir noch einen Moment Zeit jetzt um die Uhrzeit. Wir waren ja heute mal da, wir waren ja eigentlich das Wochenende, Freitag, Samstag beide unterwegs. Hatten nicht so viel Zeit und vielleicht nochmal die Battle-Ouia weitermachen, weil... Also die Frage, welches Spiel, ne? Das ist die Frage... Könnten hier die Leute ja auch mal, die gerade Pokémon schauen wollen, an dieser Stelle mal irgendwelche Ideen bringen. Ja, wäre mal schön, wenn ihr soweit gekommen seid. Haut mal als Kommentar unten eine Idee raus, was wollt ihr sehen. Mal irgendwelche kostenlosen Multiplayer-Computer-Games. Weil Xbox ist halt die andere Frage, weil so viele haben wir nicht, was wir irgendwie gegeneinander zocken könnten. So sieht's aus. Wir werden uns bestimmt auch mal, ich werde auch nochmal zur Videothek rennen, wir werden auch nochmal Halo Wars zocken. Aber da wird's dann auch wieder ein neues Projekt, sage ich mal, wieder eine neue Rubrik geben, wo, was wir dann Let's Play Together nennen. Da werden wir dann, sag ich mal, Multiplayer-mäßig zusammen Spiele spielen, wie Halo Wars, spielen wir dann 3 gegen 3 oder sowas. Also ja. Wie gesagt, Leute, wir haben da noch so viel vor. Da wird noch so viel passieren auf dem Channel. Ich sag nur, das Gewinnspiel, wer macht mal 100 Abonnenten, einfach mal ein Gewinnspiel. Das ist ja nicht jetzt, um Abonnenten zu sammeln, sondern einfach nur, ich weiß nicht. Wir gönnen den Leuten was. Ich glaube, bei 85 Abonnenten sind wir jetzt, ne? Jetzt schon 85, oder was? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit 80 auf jeden Fall. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal einen Monat dabei. Ja, knapp über 1,5 Monate sind wir jetzt schon mal dabei. Ich komme jetzt mal aufs Feld und latsche mal durch. Ja, wie gesagt, am Anfang, der Anfang war schwer, aber es gab auch einmal wirklich einen Boom. Ja. Ich glaube, nach Army of Two... Oh, perfekt. Das habe ich gesucht, das gute Abra. Nach Army of Two ging es richtig rund. Dann kamen die Leute und dann hatten wir haben ja auch Arbeit reingesteckt. So ist ja nicht das Design, das geht ja nicht innerhalb von 10 Minuten. Ich hasse Abra, habe ich ja schon gesagt. Ja. Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, funktioniert etwa Teleport in der Version noch nicht? Das ist aber schade. Das finde ich jetzt aber schade. Ja, das ist scheiße, dass da einige Sachen nicht funktionieren, aber ich denke mal, das werden wir noch eben. Ja, ich hoffe nur, dass das irgendwie noch nicht so weit ist, dass du irgendwann eine Story nicht weitermachst, weil die irgendwelche Türen noch nicht programmiert haben oder sowas. Weil das wollte ja das Design, zum Design von unserem Channel, ich wollte es ja noch weitermachen. Ich wollte ja noch ein bisschen nach unten weiter ausweiten. Man sieht ja unter dem Halo und dem Altair ist noch Platz. Nur das Problem ist halt, dass dir YouTube eine Datenvolumen vorgibt von 1 Megabyte. Ja. Und 1 Megabyte ist nicht viel. Naja, nicht wirklich. Weil ich glaube, ich kann ja mal gerade gucken auf meinem Desktop, auf meinem verwirrenden neues Channel-Design. Ich bin jetzt bei 922 KB und da ist kein Platz mehr, 80 KB. Da kriege ich noch eine Figur rein, dann ein bisschen Grafik hintenmäßig, also ein bisschen Hintergrund, ein bisschen was. Und dann bin ich auch schon wieder ausgeschöpft. Aber ich bin zufrieden bis jetzt, weil am Anfang hatten wir schnell mal die Überläufe hingekleistert. Wir waren uns ja auch noch nicht so sicher, ob wir das durchziehen, weil wir wussten ja nicht, wie kommen wir an. Verpisst euch, ihr seid scheiße. Was macht ihr denn hier so? Ihr könnt ja gar nicht Let's Playen. Aber anscheinend gefällt es den Leuten so. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn du ein Video hochlädst, dann gucken wir mal Leute rein,
schreiben was dazu. Und das macht ihr dann auch, dann bist du auch motivierter.